Ja, also herzlich willkommen zurück zu The Case of the Golden Idol. Wir haben das zweite Kapitel erreicht und haben auch dort das erste Szenario mit The Murder at the Little Mermaid bereits abgeschlossen gehabt. Und ich persönlich muss zugeben, war noch ein bisschen stolz darauf, wie gut das Ganze doch gerade im Verhältnis zu Kapitel 1 The Dramatic Departure of an Outsider verlaufen ist. Aber das kann sich vielleicht wieder sehr schnell ändern. Und zwar gehen wir über zu The Intoxicating Dinner Party. Okay, wir sehen gleich, es geht nach oben und nach rechts. Ja, das wird also einer von denen, die dann doch noch mal ein bisschen größer werden. So, gucken wir mal, was wir hier so haben. Wie gewohnt, wir haben keine Hints an. Wir machen sie erst an, falls wir irgendwo hängen bleiben sollten. Und auch hier wichtig, gleich man sieht's, 36 Wörter werden wir finden dürfen. These sure are fine coats, sagt die Kartoffel mit Ahn. An expensive cigar, warum auch immer du sowas hast, child. Little Pip. Oh, Little wird auch gespeichert. Interessant. Run to the city and grab me some Ash Blair Tobacco. Oh, Ash Blair. Richtig. Haben wir ja nicht hier sogar schon zum ersten Mal beim letzten Mal gehört. And a bottle of gin. I will pay you when I am back. David. Okay. Gucken wir. Pocket. Okay. An overcoat and a hat. Overcoat and a hat. Hier ist, a box of cigars, die einfach mal entwendet worden ist von einer zumindest. Und was haben wir denn hier so Feines? Dear Miss Richards. Und hier ist auch ein Symbol wieder mit dabei. I enjoyed your company tremendously when I visited your father last month. Kann ich mal gucken, ob hier was dabei ist noch. I'm certain that you would wish to hear the rest of my thoughts on the shortcomings of our society. I invite you and your father to a dinner on April 8th at my manor. Sincerely, Edmund Cloudsley mal wieder. Hey, hey, guten Tag. So, dann haben wir das hier. Dear Mary. Here's something for your diary from me. For you, I would fight a tiger and win. Peter Badley. Okay. Okay, also Dame heißt Mary und hat einen Brief von Peter Badley dabei. Der Kollege aus dem dritten Fall. Okay, da geht's bereits nach oben. Oh, da ist aber jemand hochgeklettert. A syringe with some liquid left in it. Okay, also jemand hat da die Syringe reingeworfen, um was zu verstecken, weil wer klettert da vielleicht schon hoch? Oder ist sich bewusst, dass das Ding überhaupt so ausgehöhlt ist, dass man da was reinwerfen könnte. Okay. Ich gehe mal zum Offensichtlichen als erstes. Beziehungsweise, wir können ja mal gucken. Wir haben ein... Dein Name ist so hoffentlich nicht Little Pip. Also, ich... Weißt du was? Ich lasse einfach mal für Little Pip. Wenn wir mehr lernen, dann ist es okay. Oh, yikes. This clue has been added to the thinking panel. Whatever that clue is. Okay. Thank you, dear. No, I threw it out. I do not read such dirty literature anymore. I do hope our master's guests are satisfied and that Brian served everything as instructed. Okay, du hast mehrere Schlüssel. Der Schlüssel wird interessanterweise erstmal nur hervorgehoben, aber mehr auch nicht. A small simple key. Und dann? The dinner party will take place on April 8th. Everything should be ready before noon. Prepare roasted boar. Okay. Young Miss Richards, das hatten wir bereits, appears not to enjoy meat. Therefore, prepare some alternative side dish. Moment, hatten wir ein... Lass mich nochmal ganz kurz zurückgehen. Dear Mary... Okay, also Mary Richards, solange hier nicht irgendwie Sachen geklaut worden sind. Das heißt, ich gehe mal hin und schieb die hier schon mal so ein bisschen... Ja, von mir aus so. Mary Richards, Edmund Cloudsley, Pocket, ja, okay. Das soll soweit erstmal gut sein. So, hattest du sonst noch was? No. Oh, schön, dass wir das hier einfach gleich aufmachen können. Full and sealed bottles with red liquid labeled wine und a full and sealed bottle with amber liquid labeled brandy. Oh, dandy brandy. Okay. Miss Smith, two eggs and a pot of tea each breakfast. No heavy food for dinner. You are responsible for little Pip doing all his errands. Okay, also, vielleicht heißt der Kollege tatsächlich Little Pip.
Mr. Walker. I am to be woken up and dressed at 7 a.m. Do it yourself, bitch. I expect to receive my daily newspaper by noon. Mrs. Baker, I expect all my rooms to be cleaned every day, twice on the day I have visitors. N.B. David Gorin. Hey, wir haben mal wieder David Gorin hier. Achso, man kann die auch auf freie Plätze schieben. Okay, das gefällt mir dann besser. Dann geht nämlich Pocket wieder da vorne hin. Pocket geht da vorne hin, hab ich gesagt. Okay, gut. David Gorin's job requires that he may arrive or leave during night. No complaining about this. Easy. Also Easy ist mal wieder Edmund Cloudsney und David Gorin. Weißt du was? Wir gehen mal ganz kurz gemeinsam wieder raus. Ich will nochmal vor Augen rufen. Das ist David Gorin. Okay. Ich irre immer so ein bisschen rum. Will mal herausfinden, wo ich eigentlich raus muss, was ich machen kann. So, Achso, das ist, ich dachte, die Tür. Of course I can give you some candles for your room, Lucia. I assure you are itching to continue reading that scandalous novel. Okay, also sie ist Lucia schon mal. Simple key. Dear Ada, I have to use this letter to share good news. There is no substance to the claims that your late husband used his position to squander church money. The judge has decided to remove all accusations and you will be no longer a target of baseless gossip. I truly and sincerely hope this will provide some comfort in the dark times when ignorance and impudence go hand in hand. May our Lord steward over our poor souls. Mal gucken noch einmal ganz kurz sicherheitshalber, ob hier irgendwo was versteckt. No, außer Ada. Okay, also wir können ja hier schon mal anfangen, richtig. Wir haben Ada und wir hatten Lucia. Oh, da wird also auch hier schon munter angefangen. Wir haben also mal 4 Sachen, um die wir uns kümmern dürfen. Okay, wir haben aber noch keinen Nachnamen, oder? Da fangen wir an, mal hier die Sachen durchzugucken. A stack of candles. Okay, sie hatte gesagt... Nope. I can give you some candles. Okay, also wir wissen, der Raum ist vermutlich... Ja, man kann das nicht so machen. Ada's Room. April 7th. Dear Diary, this has been an ordinary day, mostly spent in preparation for tomorrow's dinner event. I do believe the time has come for me to ask for a raise in salary after all these years I have loyally worked here. It is a difficult conversation to be had, but I will strengthen my will and talk to Master about it tomorrow. Okay. Ein Anliegen. Who knows? Portius, the wise slave, fables about rulers that make you think. Nicht ganz klar. 1 pound and 2 shillings und ink. Makes you ink. Mhm. A sealed port labeled print paint und down with parasites. Too long they have feasted on our blood and sweat. Mhm. Da ist also jemand Sachen am Vorbereiten. Hi. Aha. Aha. Mit Schlüsseln drin. Back, yes. Nochmal hier den mittleren Raum checken. Hierhin. A set of lockpicks. Einmal wieder Ash Blair. A dagger, a pistol und David. Clean up the barn until Wednesday. I plan to continue experimenting with the artifact. Aha. David Gorin. David Gorin hat also mal wieder... Das ist... Das ist ein bisschen interessant. Das ist seine Hütte? Das wird dann David Gorins Platz sein. Okay, er ist bisher noch nicht aufgetaucht, aber wir können natürlich logischerweise hier selber schon den Anfang machen. So, dann haben wir hier den Bereich. A mattress. Und da ist so einiges drin. Monkey Man 2. Tooth for Tooth. Monkey Man 1. Warum auch immer Monkey Man 1? Versus the Striped Dark Hand. Okay. Dark Hand. Oder so. Hier nochmal was gewesen? Also Monkey Man 1, 2, ja, aber nicht 2. Wieder mal ein Schlüssel, das soll also irgendwann uns was sagen. A couple of pennies, a fancy handkerchief, and the shiny pocket watch.
Achso, das ist alles, was uns gleich auf einmal vorgehoben wird. Und nochmal der Schlüssel. Okay. Sonst ist das aber erstmal nicht relevant. Wir können noch weiter nach oben gehen. Mhm. Four shillings and a penny. So, I will not change the rule that the staff member who has worked here the longest gets the bottom room. Do not bother me with such nonsense again. Okay, also wenn Ada dort ist, wird Lucia vermutlich hier oben leben. Haben wir hier angefangen? Ja, okay. Ich halte es aber nur mal ganz kurz. Mademoiselle, the Laceless Cowan, the besmirchment lover of Lusitania. Okay. Und ein Knife mal wieder. Okay, also alle sind so irgendwo gefühlt bewaffnet. Oh. Once your target has ingested the love potion, establish eye contact and hold it for as long as possible. In most cases, the effect will be felt within 2 days, depending on your own appearance. A pair of twig dolls and a bottle of pink liquid partially empty. Okay, ich will nochmal ganz kurz gucken, habt ihr irgendwas? Nee. So, sonst noch irgendwas? No. Okay, dann gehen wir hier oben hin und was haben wir hier? Raulo Cthulhu Star Child. Remember to take the fourth one from every row, whatever that means. More goddamn candles, more ink, more. Auf jeden Fall da, das daran gebunden. Ich weiß nicht, wer daran kommen soll, wenn hier die Fenster sind. Okay, also von hier kommt man offiziell nicht darüber, wo ich mich dann frage, ob ich das. Ich denke, ich werde es jetzt erstmal kurz ignorieren. Okay, gehen wir mal den offiziellen Weg jetzt. So, hi. So, jetzt werden uns einige Leute entgegengeworfen. Oh, okay, wir müssen sie erst einmal anklicken. This is horrible. An embroidered handkerchief. Okay. It's poison. Nobody touch a thing and nobody move. I will send for a doctor right away. Ja, okay, falls man hier nochmal Hilfe braucht, wer das ist. Also auf jeden Fall gleich 2 Schlüssel. Okay, dann können wir hier gleich von Anfang an sagen, jupp. That's you. So, und ich würde mal sagen, wir können jetzt auch hier wieder gucken. Das wirst du. Ich behaupte einfach mal passend zu den Farben hier. Das wird unsere Mary Richard sein. Weiß ich, gehe ein bisschen gefährlich, ein bisschen aggressiv. Da, what the? Das sind doch keine. Okay. She does seem rather unwell. It's extremely upsetting. Oh, the lady is not breathing and her face is blotched. Ja, sie kennen wir. A fan for pounds, rings with various gemstones. Okay, da hat also jeder jemanden von der Familie weggerafft. You killed my aunt, you devil. I should execute you on the spot. A pack of cards, 2 pounds and a fork. Okay, also wir wissen's. Er ist unser Freund Peter Badley. So, und ich bin mal ganz kurz so frei. Wir springen doch mal raus. Denn wir haben ja hier natürlich jetzt schon so ein bisschen das Vorwissen. Sie ist offiziell Rose Cupboard. So, den Namen haben wir jetzt offiziell hier noch nicht angetroffen. Und die Frage, was wir dafür machen müssen, dass wir das wiederum kombinieren dürfen. Okay, und dann du noch. Oh my lord, this has nothing to do with me. Note to self, if you get frustrated when working, remember the tale about the rich lord who married his donkey and you will feel better. 1 shilling, die gleichen Schlüssel wie Herr Edmund. Ensure that the beautiful lady sits next to me during dinner and I will slip you 1 shilling. Okay, also, er ist der Butler. This clue has been added to the thinking panel. Oh no, nicht die Art von Puzzle. A salad untouched. Partially empty glass of red liquid. Partially empty glass of clear liquid. Full glass of cloudy liquid untouched. Auch wieder cloudy, wir haben red. Wir haben partially eaten piece of roast. Partially eaten salad. An untouched salad. Partially glass of red liquid. Partially smoked cigar. Mhm.
Das heißt also, wenn wir Zigaretten haben, würdest du vermutlich hier unten sitzen, eventuell. Wahrscheinlich Glass of Amber Liquid. Wahrscheinlich die Glass of Red auf Yellow Liquid. Und mal wieder Partial Eaten Salad. Okay. Anhand der Stühle können wir noch nicht direkt sagen, wer jetzt hier aufgestanden ist und sich meinte, dann dahin zu legen. Was haben wir sonst noch so Feines? Ah ja. An opaque bottle labeled water. A bowl. A roast. Brandy. Wine. Aha, yellow liquid containing lemons. Und half empty bottle of cloudy liquid labeled peptic tonic. Alles klar. Das heißt, wir uns fehlen immer noch einige Namen, aber hier ist noch ein Raum. So. Okay. Well, well, Edmund. You seem pretty pleased after the old boy passed away and a spot freed up for you in the House of Lords. Please take care of those with whom you ally. I have many friends and will deal with you swiftly if you dare cross me. Lord George Bridges. Righteous? Irgend sowas. Oh, das ist noch nicht alles, vermute ich mal. The revolution will come for the likes of you, you crooked bastard. Soon you will pay for your sins against honest folk, common folk, with your blood. Final Vanguard. Aha, mit dem Stern. Edmund Cloudsley, ja, das haben wir ja. Once more, you have failed to answer our requisition. This is the last warning you receive. Your transgressions against us demand amends. The only course of action you have is to restore yourself to our justice. Last chance for repentance, serpent, or we will unleash one of our stewards upon you. The Brotherhood of Masks. Ist aber sonst nicht weiter hervorgehoben. Und die haben hier ein Handsymbol, okay. Dear Uncle, wir haben mal wieder das hier. February 1st, ich weiß nicht, ob die welche sind. I hear you're interested in Lady Richards. I think you are too old for her. I shall court her instead. Secondly, please lend me 300 pounds. That is a small change to you and I am desperately in need of it at present. Okay, dann haben wir mal wieder Peter Badley. Lady Richards. Yes, okay. Hilft uns das ansatzweise weiter? Ich behaupte mal noch nicht so. Noch mal mehr Zeug. The Edmund, this cannot continue. Since my return, it moved to Sebastian's manor. He has asked for financial support 7 times. He clearly is unable to take any monetary responsibilities. Please, I need your help, my dear brother. The Edmund, I like your idea and it sent him to colonies where his violent nature will make him feel at home. You are having dinner with Lady Mary and a well-to-do Father Lothar. If Peter and I were to join you, we could beguile him with tales of venture in the colony so we can ship him away. Mrs. Baker, starting date, position housemaid, yearly wage 9 pounds. Okay, also wir haben jetzt auch noch Name Baker. Den wir scheinbar schon vorher irgendwo aufgegabelt haben. Am I blind? Yes, hier. Baker. Achso, Starting Date. Das könnte natürlich jetzt hier wiederum wichtig werden, damit wir wissen, wer als erstes von den beiden Nasen da war. Irgend sowas, aber erstmal gucken wir noch weiter. Safe. Okay, also wir haben hier mal wieder auch die farbliche Hervorhebung für den blauen Schlüssel hier. Due to sensitivity of your stomach, I advise abstaining from alcohol for the next month. Also consider a glass of peptic tonic before eating to avoid upsetting your digestive system. Aha, yep. A sealed bottle labeled opium. Okay, aber nicht etwas, das glaube ich jetzt hier reingeschmissen worden ist. Okay, also, gehen wir mal hier rüber. Wir wissen, das ist Rose Cupboard. Wir gehen davon aus, das ist der Vater von Mary mit Lothar Richards. Überhaupt keine Ahnung. Wir wissen, einer von den beiden ist Baker und ich gehe davon aus, das ist tatsächlich wirklich entweder Little Pip oder das ist Pip Cloudsley. Eins von den Sachen. Okay. Ja, wer saß wo?
Man würde, wenn man eine gewisse Logik anbringen würde, gehen wir mal hier rüber. Achso, das kann man nicht gleichzeitig sehen, richtig. Würde man denken, dass der Lord oben sitzt. Aber anhand der Aussage hier kein Alkohol. Ich behaupte mal, kein Alkohol plus das Zeug. Er sitzt vielleicht tatsächlich hier. Okay. Dann würde ich sagen, starten wir erstmal ganz simpel mit der Herangehensweise. Das bist du dann vermutlich. Du würdest hier sitzen. So. Jetzt haben wir die Ehre. Und das Schöne ist, wir können über so einfach gehen. Wir haben gehört, das sind die Aufgaben für die unschließenden Personen, gehe ich mal von aus. George Bridges, genau. Gucken wir nochmal ganz kurz einmal zurück. I hear you're having dinner. If Peter and I were to join you, we could beguile him. Oh, zum Kuckuck kam der Bridges-Name vor. Das hier. He seemed pretty pleased after the old boy passed away. Hm. Muss nicht bedeuten, dass er tatsächlich hier auftaucht. Okay, was fehlt uns? Wir behaupten, Vater, das ist Tochter. Die beiden Nasen haben wir, sie haben wir. Er fehlt uns. Er scheint aber halt so ein bisschen einfach nur der Butler zu sein. Gerade wenn er hier... Ja, ich behaupte, dass er der Butler ist. So, die Situation ist, sie ist verstorben. Sie hat also was gesoffen, was sie nicht hätte trinken sollen. Und das wird vermutlich dann das hier sein. Some liquid. Man könnte behaupten, das soll grüne Suppe sein oder ähnliches, aber wirklich offensichtlich ist es jetzt auch wieder nicht. So, gucken wir mal weiter. Ich behaupte einfach mal, sie wird tatsächlich dann das gelbe Zeug gesoffen haben, was dann wiederum das vergiftete Zeug war. Also, auch wenn ich jetzt noch nicht so direkt sagen könnte, warum sie gelbes Zeug trinkt, ich sag einfach mal, das ist Rose. Einfach weil die Chance, jemanden anderen zu vergiften, vermutlich zu hoch wäre. Wenn sie alle das rote Zeug trinken. So, wir wissen, einer von den Nasen hier. Ach nee, das hat sie hier drin gehabt. Miss Richards appears to not enjoy me, therefore prepare some alternative. Also ich behaupte dann mal, dann können wir einfach hier bleiben. Richtig. Das wird sie sein. Mary Richards. So, wir haben gehört, dass Peter ganz gerne neben Mary sitzen möchte. Meine Frage ist, beides wäre vermutlich möglich, aber ich würde sagen, die Logik neben ist eher hier als hier. Aber, okay. Also, gehen wir mal hoch. Ja. Das würde ich als Gegenüber bezeichnen. Aber ist da eine Logik dabei, dass wir sagen könnten, warum würde er jetzt dort sitzen und nicht hier? Amber Liquid. Haben wir irgendwas gehört bezüglich Amber Liquid? To be awoken. Also ich gehe mal von aus, Walker ist unser Butler. Wir haben zwei Mädels hier und du bist Walker. Okay, dann sagen wir, Walker bist du. Haben wir einen Vorname?
Haben wir irgendwo noch ein... Wir haben einen Brian. Wo habe ich das... Ups, da wollte ich mich drauf lecken. Wo haben wir den Brian abbekommen? Haben wir relativ zügig. No. Wo haben wir das Brian her? Muss ja eigentlich irgendwo hier sein, ne? Ja, das ist vielleicht die eine Sache, die so ein bisschen nervig ist, dass es nicht offensichtlich immer sofort ist. Oh, hi. Hier sind nochmal so ein paar Sachen mit dabei. Die Frage ist halt nur... Okay, ich wusste nicht, dass man da reinkam. A door outside, not locked. Und meine Frage ist, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Wir haben das da, okay. Name wanted, Name dead. And thus, Name poisoned the Name and hit the necessary key in a... At the dinner party, Name ingested the poison and died. Okay, also, da können wir schon mal mit anfangen. So wie sie aussieht, behaupte ich mal, das wird dann auch tatsächlich sie sein. Ob sie sterben sollte, ist vermutlich eine andere Frage. Poison the lemonade, würde ich mal behaupten. And hit the necessary key in a bag? I don't know. Das ist mir noch nicht ganz klar. Und ich mir dann wieder frage, ob irgendwie der Witz sein soll, dass man... Der Witz soll vermutlich sein, dass er das damit hochzieht. Er zieht es hoch und kriegt dann welche Schlüssel, wenn ich fragen darf? Die zwei grauen. Er verlangt doch jetzt nicht wirklich von mir, dass ich herausfinde, wo zum Kuckuck dieser Schlüssel für eingesetzt worden ist. Deswegen, der farbliche Schlüssel ist einfach im Verhältnis. Ob ich nicht mehr wüsste, wo der wiederum mit dem Herz hingeht. Der ist hier. Oh, Dr. A. Oh, hier geht's noch runter weiter. The triple ciphers, as reading only the first word of every line, are easy to produce on short notice, but extremely unsafe and easy to decode. Consider the simple example. Money as the denominator of value has evolved and changed a lot, still in savvy hands. It is a powerful tool. Money has changed hands. Okay, ja, von mir aus. Do advice Mons, also before digestive. No. Jetzt fängt man natürlich an, um zu gucken, was hier es noch so gibt. This since Sebastian. No. I, Condoleezza Will. No. Miss Baker Position Yearly. No. Hier ist nur Golden Idol und Geld drin. Right. Okay, also wir müssen irgendwo eine Nachricht finden, die uns wieder darauf hinweist, was zum Kuckuck auch immer. Ensure me shilling. Aha. Ich weiß ja nicht, wofür dieser gottverdammte Schlüssel benötigt wird. Gucken wir mal hier. Da ist jetzt nicht so direkt eine Absperrung mit dabei. Wichtig auch hier, der Safe hat eine Kombination. Das ist der hier. Okay, sie haben also beide Zugriff zu dem Ding. Ja, okay. Das Ding hat mehrere Ecken. Ist das ein Hinweis auf irgendwas? Das soll der Schlüssel sein. Aha. Aglina... Aglina David. Nee. David ist ja David Gorin. Das ist also durch. So, hören wir aber mal von unserer Logik. Wenn hier Lucia lebt... Ich guck nochmal ganz kurz. Mr. Walker. NB. Haben wir NB in irgendeiner Logik herausgefunden, wer das ist? Mary Richards, egal. Edmund Clouds, Lucia, Peter Badley, Lucia.
No. Ryan wäre theoretisch das B. Smith, das ist sie. Wir wissen aber noch nicht, welche sie. Wir kommen an Baker. Baker. Okay, also das ist jetzt natürlich der Witz. Wir haben jetzt auf einmal 4 Leute hier. Puh. Wer soll denn das sein? Gucken wir mal ganz kurz. Denn es ist nicht so, als hätten wir noch allzu viele Namen über. Deswegen entweder ist es Walker oder Baker, aber ansonsten, solange das jetzt sich nicht darauf auswirkt. Little, ist das, ist der von dem der Name wirklich? Hier wird der meine auch nach Little Bipper bezeichnet. Uns fehlt noch eine Sache. Ich bin mal so frei. The door is locked. Okay. Was fehlt uns hier? Noch Little. Okay. Das Ding. To miss Miss for 3 years of service. Okay. Ist aber interessanterweise immer noch nicht der eine Punkt, der uns hier fehlt. With Amber Liquid, eh? Okay, ja. Amber Liquid ist aber noch nicht das, was uns jetzt so wirklich interessieren sollte. Partially Eaten Salad. Ja, das ist es aber alles noch nicht, was wir hier... Why blind? Was fehlt denn hier noch? Achso, Partially Eaten Piece of Roast. Okay, es sollte klar sein, es muss von jemandem sein, der schon was gegessen hat. Und Cigarettes. Richtig, wir hatten ja hier... Achso, du hattest Box of Cigars. Richtig, also dem, das hier gehört, wird vermutlich das auch sein. Ich gehe mal davon aus, trotzdem, dass es richtig ist, dass es nicht er sein wird. Blau mit komischem Hut. Ich behaupte mal, da ist jetzt nicht so eine richtige Logik anzubringen. 4 Gäste. 1, 2, 3, 4. Ja, also das ist schon mal in der Hinsicht. Partially Eaten Salad. Das wird schwer. Ich glaube nicht, dass ich das allzu schnell lösen werde. Oh, hier oben ist noch etwas. Platonello, Ideal Republic, Visions of a Utopia with Order and Structure. Aha. Da haben wir noch nicht alles. Ja, okay, Edmund, ja. Mary, Lothar, Peter. Okay, all die Namen, die ich jetzt hier schon anderswertig gefunden habe. Und noch? Edmund, yes. Hier fehlt uns eine Tür, da fehlt uns die Tür. Ja, schön, die sind alle abgeschlossen. Hier ist Zeug drin, ja. Mit dem Love Potion, der auch genutzt worden ist. Ich mich frage, ob das hier irgendein Witz sein soll, wo wir auf die Farben irgendwie achten müssten. Sich da irgendwelche Farben geändert haben. Oh boy, hier alle Edmunds abklappern. Oh, Stuart. Okay. So ganz klar, warum Stuart wichtig sein sollte, aber hey. Unten ist immer noch irgendwo ein Dingel. Okay. Okay, great. Es hilft mir noch nicht so wirklich. Hier ist viel Schrott mit dabei, meines Erachtens, mit dem ich aktuell noch nicht wirklich viel anfangen kann. Also. Ich denke, wir werden gleich mal ganz kurz hier ein bisschen gucken. Also, wir wissen. Für 3 Jahre Service. Welches Jahr haben wir? Uns wurde ja gesagt... 87. Ja, okay, also das war ja jetzt für den 8. oder irgend sowas angesetzt. April 8th. 88, 88. Also dadurch, dass
die nicht irgendwie im Müll sind, gehe ich mal davon aus, dass die noch relativ aktuell sein sollen. Ein Jahr. Also Miss Baker wird es vermutlich dann halt nicht sein. Also wird Miss Baker diejenige sein, die weiter oben lebt. So, irgendwo war doch der Brief. I will not change the rule that the staff member who has worked here the longest gets the water room. Do not bother me with such nonsense again. The besmirched lover. Okay, also sie will zwar eine Gehaltserhöhung, aber es wurde nicht gesagt. Okay, also wir haben halt auch hier wieder die Candles. The Wise Slave. Ha. Thank you, dear. Now I threw it out. I do not read such dirty literature anymore. That Brian heard everything as instructed. Okay, also Brian ist weiterhin er. Ist er Brian Walker? Das ist eine andere Frage. So, ich sage einfach mal, wenn ich sage, sie ist hier unten lebend, dann ist sie die Baker. Das ist mich so ein bisschen überrascht, weil sie nämlich die höheren Schlüssel hat. The Late Husband ist auch dieses Jahr. Ich meine, es ist zwar alles schön und gut, aber so wirklich interessant. I there used has no eye comfort and no. Deswegen, also muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Gibt es hier irgendwas? The everything prepare young. Young meat side. Nope. Also irgendwo muss es hier einen geben. To know you all. I day. David arrive complaining. Ich glaube, wer NB ist. Brian logischerweise ein Vorname ist. So, ich schmeiß dann einfach mal Smith hier rein und hey, das war sogar alles richtig. Wow. Also hier war ich mir einfach nicht sicher, ob man da noch irgendwas hätte mehr herausfinden können. Okay, straight. Das heißt also, wir wissen, Smith wandert dahin, Baker wandert dahin. Wer schläft hier? I don't know. Aber dadurch, dass es so makeshift ist. So, wir haben wieder die Monkey Man Sachen. Ist irgendwas zu sagen? Ich meine, man könnte einfach behaupten, dadurch, dass es halt so nicht ein offizieller Raum ist, dass der ganz bewusst halt für unseren Freund David Gorin ist. Achso, wir haben David Gorin schon da reingeworfen. Whoops. Warum habe ich David Gorin hier reingeworfen? David. Okay. Hey, da ist also erstmal du nicht rein. Dann, einfach weil es ein offizieller Raum ist, behaupte ich mal, das ist Brian Walker. Ich meine, das sind alles offizielle Räume. Das auf der anderen Seite hier ist wiederum keiner. Das heißt also, irgendwer squattet da entweder drin oder nutzt diesen Raum ebenfalls. Doppelt von mir aus. Ich behaupte aktuell einfach mal, dass es David Gorins ebenfalls Raum ist. Wisst ihr was? Okay, also den glaube ich nicht. Der müsste richtig sein. Ich behaupte mal, Brian Walker ist. Oh, und Brian Walker da ganz oben lebt. Noch nicht ganz klar. Aber anders kann ich es mir nicht vorstellen. Vielleicht, dass wir jetzt ja die Namen definitiv haben. Das ist aber trotzdem ein Bett. Ah, wer würde da drin pennen? Nicht ganz, ganz sicher. Oh, irgendwer muss ja hier auch für Little Pip sorgen. Remember to take the fourth from every row. The fourth.
Starchild. Okay, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die arme Sau hier liegt und Little Pip das ganz oben bekommt. Little Pip hier. It's still not right. Frag mich, ob es hier irgendwo eine Logik gibt, die ich anbringen kann. Wie ganz muss jetzt Little Pip da noch nicht reinwerfen. These codes sure are fine. David, run to the city guard, I will pay you when I'm back. Ich will wirklich sagen, bei Ash Blair Tobacco hat das... Nee, das ist ja hier drin. Das ist irgendwie der Witz, dass er da wiederum halt... Amber Liquid, ein Schlüssel, zwei Stück, ja. Das genau die gleichen wie die sind. Zwei Dinger, kein Ding. Also ganz clever daraus bin ich noch nicht geworden. Noch die Sitzreihenfolge. Also hier bleibe ich mal so ein bisschen dabei. Sitzreihenfolge wird sein, dass Peter hier sitzt und dann bleibt er nur noch Lotta. Das nicht stimmt, okay. Was nicht sein kann, dass Mary hier sitzt. Jetzt, wo ich es überlege. Weil die Zigaretten gehören nicht zu ihr. Ich schieb's einfach mal ganz kurz hier rüber. Du sitzt hier. Wo ist die Logik? Du hast auf jeden Fall... Behaupte mal, das ist ein Männer... Hat er hier gesessen? Nee, sie. Sie hat hier gesessen, er hier, Vater hier? Dann ist das sogar theoretisch die richtige Position dafür. Edmund ist meines Erachtens hier wegen der einen Information, die wir bekommen haben. Das würde ja dann heißen... Das heißt, es ist dann auf jeden Fall nicht die Limonade. Das, also hier ist es ein bisschen unklar, aber es stimmt so jetzt. Okay. Das heißt, wenn wir wissen, dass Rose Cupboard hier verstorben ist, wir sehen... Der Wein und auch der Tonic wurde jeweils getrunken. Aber mir ist noch nicht so ganz klar, warum das jetzt das eine sein sollte. Wir wissen, er hat Tonic hier drin, aber die sind alle sealed. Die ist nicht relevant. Da ist nur Water. Opaque Bottles. Mhm. Haben dann eine Syringe drin? Ja, okay. Das ist übel. Dadurch, dass sie hier saß. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass... sie nicht hätte sterben sollen? Das ist die große Frage. I like your idea. Let's send him to the colonies where his violent nature will make him feel at home. Here you are having dinner with Lady Mary and her well-to-do father. If Peter and I were to join you, we could begulch him with tales of adventure in the colony so we can ship him away. Könnte natürlich auch für Little Pip wiederum sein, aber halt...
Deswegen, also gerade sowas wie Starchild. Remember to take the fourth one from every row. Kann man irgendeine Logik anbringen, was das Geld betrifft? Aber wenn du change the rule, okay, das haben wir sicher. 4 shillings and a penny. Also, die einzige noch wirklich vorhandene Logik, haben wir die nicht aber schon angebracht? Also maximal, dass er wirklich im Makeshift da drin lebt, er eigentlich da unten ist und Little Pip da oben. Still not fucking right, what? Vielleicht ist das Problem, dass... Mrs. Smith. Du lebst dementsprechend da unten. Und Ada Baker ist da oben. Okay, also ich weiß nicht, was für Hinweise da einem noch gegeben werden. Also vielleicht ist das hier alles richtig. Das meine ich aber, weil das Dings da ist. Okay, Brian, bist du die arme Sau, die da drin leben muss? No. Okay, also, I don't know. Ist Pip wirklich die arme Sau? Ich habe jetzt wirklich alles probiert, what? Wo lebt Little Pip hier drin nicht? Huh. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wer das hier sein soll. Deswegen, das Problem wird jetzt auch wieder sein, wir müssen jetzt hier... Note, if... Nee, jedes vierte Wort... Frustrated, Tail, Lord, and no. The fourth one from every row. As first line on two. Nope. Okay, also wir müssen jetzt hier irgendwas finden, was jede vierte Zeile erlaubt. And... Has seven unable your nope. Aber vor allem er hat die Person, die hier drin lebt, hat das als Information bekommen. Wir können das Buch nicht öffnen. Irgendeine Person wird es doch vermutlich entweder bei sich tragen oder ähnliches. Lady Ant. Kollege hat so überhaupt nichts sonst dabei. City. Otto. You. Will. Ready. Appears. Keine Ahnung, ich irre hier blind herum. Four. Be receive. Ich weiß nicht, welche Nachricht ich hier finden soll, die mir ansatzweise weiterhilft. What? Bahn. Continue. Ordinary in the. Oh, after. Also, entweder bin ich hier einfach grundlegend zu dumm für. Ich weiß nicht, was ich hier... So, vielleicht das da. Use substance, aha, to remove target. Sincerely, Dark Hand Steward. Okay, Ada musste das also machen. Das heißt also, Ada lebt ganz oben. Huh? Moment, wurde mir nicht hier gerade hervorgehoben? Do not change the rule that the staff member who has worked here the longest gets the bottom row. Room. Ist das vielleicht wirklich nur für die beiden gemeint? Ist da irgendeine Logik dabei? Wir sind gerade wegen den...
Ist hier irgendwo eine Logik dabei? Man sagen könnte, wer das überhaupt ist, so rein geschlechtlich erstmal nur? Ja, also dementsprechend, ich behaupte einfach mal, dass das jetzt hier wiederum Brian Walker ist. So, und Little Pip ist die arme Sau? No. Okay, buh. Buh. Von mir aus. Okay, also wir wissen, Ada Baker ist diejenige, die diese Vergiftung durchgeführt hat. Ada Baker ist ganz oben. Necessary keys in a bag. Das wissen wir jetzt auch schon. Ist denn noch irgendwas anderes? No, das muss dann also Bag sein. So, und jetzt kommt es natürlich interessant. Lass uns mal gucken. Dark Hand. Das Doofe ist, dass Dark Hand hier als 1 So, und dann auf jeden Fall ist natürlich noch der wichtige Punkt. Wir gehen aber ganz bewusst hier gemeinsam rüber. Also sie saß hier. No. Rose saß hier. Und sie hat natürlich alles. Sie hat davon gegessen, sie hat davon getrunken und auch davon getrunken. Aha, er hat es nicht angerührt. Okay, es ist also hier tatsächlich Cloudy Liquid, mit anderen Worten der Tonic. Tonic wurde also vergiftet. Er hat es nämlich nicht angerührt. Das behaupte ich also einfach mal, dass Edmund Cloudsley Rose jedoch? No. Das ist mir noch nicht ganz klar. Use substance to remove target. Sincerely, Dark Hand Stewart. Soll wirklich Dark Hand Stewart wiederum der Witz sein? Dark Hand Stewart wanted. Wirklich sie? Two of your slots are incorrect. Frag mich, ob halt die falsche Person dabei draufgegangen ist. Vermutlich, weil Stewart nämlich hervorgehoben worden ist. Edmund. Ja. Deswegen, weil sie beides gleich getrunken haben. Adam Baker received encoded instructions from Dark Hand Stewart to poison Edmund Cloudsley. She used the ability to move freely throughout the rooms while cleaning and made a copy of the key to the medicine cabinet. Alright. She used a syringe to poison and a sealed peptic tonic bottle. However, during the party, Rose asked for tonic and drank it first and died from the poison. Okay. Ja, also, das Problem ist definitiv, man kann vermutlich darauf kommen, mir waren klar, die ganzen Schlüsselsachen sollten irgendwo ihr Spiel treiben. Lass uns das mal reingehen. Wir haben eh schon relativ viel Zeit damit fort. Also, Ada Baker ist ganz hier oben. Die Candles sollten vermutlich darauf hinweisen, dass sie damit die Schlüssel kopiert hat. Nee, sie muss ja an den Safe dann reingekommen sein. Um da an die Tonic-Sachen zu kommen. So, gucken wir mal. Wir haben den blauen Schlüssel. Ah, okay. Der blaue Schlüssel, da war also der Witz, dass wir hier graue Schlüssel gefunden haben. Aber hat nicht mehr als nur... Weil, na, vielleicht ist das nicht der richtige... Der Witz ist wiederum. Okay, also sie hat 2 Schlüssel kopiert gehabt. Deswegen, das mit der Farbe war halt auch. Also, das war im Endeffekt schon klar. Irgendwer hat hier irgendwie Zutritt bekommen auf eine der abgeschlossenen Sachen. Also, entweder das hier oder das da. Ich denke, das ist natürlich auch der Witz.
Und spätestens, wenn man dann herausgefunden hat, wer wo sitzt, konnte man das Ganze abarbeiten. Und ich denke, ist klar, alles andere wurde getrunken, das wurde noch nicht getrunken. Sie ist verstorben. Okay, es hat also in der Hinsicht die falsche Person getroffen. Alles klar. Okay, ich weiß aktuell noch nicht, wie ich das Ganze aufbauen werde. Es könnte sein, dass es einfach hier ein längerer Teil wird. Aber das werde ich dann live entscheiden. Beim nächsten Mal dann. The Explosive Events in the Forest Cabin. Ich gehe davon aus, das wird dann die Explosion darstellen. Das dürfen wir dann beim nächsten Mal herausfinden. Für heute bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.